Das ist ja alles so einfach. Die Leute waren ja nicht dumm. Mhm. Und das ist wohl Eisen, Gusseisen. Und durch diese Turbinen, da ist eine Grundplatte, die liegt da. Und alles ist so, dass ein Kind zusammenstellen, weil es muss ja täglich ausgekocht werden. Ja. Da darf kein Saumilch entstehen. Mhm. Und diese Hohn dreht auch wieder mit der Ausnehmung und passt nur hier herein. Ja. Also kannst du auch nichts vertauschen. Ja, ist auch hier die Nase dran. Also. Und da die nächste Turbine. Mhm. Ist das nicht herrlich? Filigrane Arbeit, jawohl. Und alles gelötet. Wahnsinn. Und jetzt ist die ganze Maschine verzehnt. Lebensmittel verzehnt. Und da entstehen diese Energiezerstörungen, die Kavitationsströme, die sind atomare Energie. Und die macht sich, die modernsten Turbinen kriegen diese Löcher, Spezialstahl, kriegen sie auf einmal solche Löcher. Und dann wird das rostig, dann können sie es wegschmeißen. Aber das sind die an der Seite sozusagen, diese. Das ist das. Diese Löcher da. Wo die meisten keine Ahnung, nicht einmal der Jörg, nicht einmal der Rauber. Sie wissen davon, weil es niedergeschrieben ist. Ja. Aber ich kann es hier erklären. Und ich ging zu diesen Altmärkten und auf einmal sah ich die Spezialmaschine. Aha. Und jetzt kommt's. Ich kann die ganze Turbine, so, passt hier mit dem Vierkant drauf. Ja. Weil die anderen Milchmaschinen, irgendwo habe ich da was weggeräumt, ich sehe es nicht. Müsste da liegen. Nein, nicht da. Irgendwo liegt es. Irgendwo wird es sein. Da ist das Gudehorn, da ist ein Halbmeterrohr. Da ist, dieser Heizteller von der oberen, die noch oben ist, neben dem Bett. Aha. Das sind diese Einsaug. Das kann also mal hin. Da kommen drei Stoffe herein. Der Sauerstoff ist das schwerste Element. Ja. Das geht am Rand, zentrifugal, und strömt hier schon wieder raus. Und kommt da drüber, hier kommt Wärme durch. Das ist diese künstliche Sonne. Kommt da vorbei und hier kommen drei Gase wieder zusammen. Und dann ist was los. Moment, hier kommt jetzt die Wärme raus. Ja, also wenn es läuft. Ja, wenn es läuft, genau, richtig. Die Apparate laufen, das ist der Klimator. Ich kann genau. Mit dem auch dann muss ja aber irgendwo auch die Kälte rauskommen, ne? Ich meine, wenn das Wärme, wird umgewandelt, du teilst ja. Das wird umgewandelt in Kälte. Das sind Rohplatten. Aber natürlich, ich verkaufe nichts mehr, weil ich muss jedem zeigen können. Ja, wenn klar. Ich verkaufe, dann hat es der und wir haben nichts mehr zum Anschauen. Jawohl, genau. Ja. Angefangen habe ich übrigens mit Kaputti, die habe ich in den Computer hereingelegt, in den Farbcomputer. Aha. Die habe ich dann so zusammen und ich habe die sofort aufgehängt, dass ich täglich sehe. Ja. Das ist ja alles da. Ja. Sogar von Südamerika, wo unten schon der Generator drauf ist. Mhm. Da oben, nein, da ist nicht. Ah ja, da ist die 100-Tonnen-Presse. Ich hatte ja mal ein Audi und da habe ich gleich drei Luftturbinen am Dach oben gehabt. Aha. Und da ist aber die 100 Tonnen und der hat pensioniert und will nichts mehr wissen, weil er wurde betrogen. Und oh. Ich habe eine Turbine um die andere gebaut. Ja. Also für alle Länder eine Turbine. Aha. Dass nicht wieder Konkurrenzsteine entstehen. Ja. Und nichts aber jetzt würde ich, ja, da ist der Jörg, der hat natürlich immer gesoffen, aber der Australier, Holländer, Amerikaner, alles war da. Bei diesem weißen Polo. Ja. Bei dem Audi hatte ich eben drei Turbinen oben. Aha. Und die konnte ich überall laufen lassen. Mit der Sonnenplatte. Aha. Oder ich kann es auf Batterie, aber eine zweite Batterie im Auto und kann es auch bei Nacht vorführen. Aha. So, der Audi war übrigens der Audi 100, 70 PS, 5 Zylinder, das beste Auto. Mhm. Es gibt es wieder. Aber die machen jetzt so viel Konkurrenz und die sind abgesprochen, die Firmen. Ja doch, da wäre viel versteckt. Mhm. Darum ist es mir eigentlich, ich mache immer nur Spaß, ich verkaufe es den Chinesen.
Ja. Es ist egal, durch wen es kommt. Richtig. Der Krieg kommt sowieso, genau. Und die Überbleiben haben dann die richtige Technik. Genau, richtig. Wir sind jetzt nur Schüler, ja. Vorbereitung. Genau. Und die echt umdenken, die werden ja durch diese Untertassenleute abgeholt. Mhm. Die wissen das, dass wir, ja, ich jetzt mit 80 in die Werkstätten, ja, könnte ich Staub wegräumen, einsaugen oder so. Oder schöne Blumen züchten, mag ich auch, das ist ein Hobby. Mhm. Und ich weiß, wie ich mein Wasser ganz verdünnen in so eine Spritzkanne, nur so viel das Wasser hinein, werden die Blüten nochmal so schön. Mhm. Herrlich. Das kann ich mal probieren. Ja. Das probiere ich mal zu Hause. So, jetzt drehe ich aber hier. Und zwar ist da eine Glocke. Ja. Und natürlich gehört da dünnes Öl. Oh, schau. Ah, haben wir was gefunden? Haben wir was gefunden. Alles klar. So, da gibt es die anderen Rot da oben liegt da, glaube ich. Mhm. Und frage immer die Bauern, alle, sage ich, für was sind diese kleinen vier Schrägflügeln? Aha. Die passen da drauf. Aha. Und desto näher, dass sie, die Luft dreht ja mit. Ja, die Luft dreht mit. Ja. Und bei den Wasserturbinen dreht das Wasser da mit. Mhm. Das kriegst du nicht mehr. Das ist die Schleuderenergie. Mhm. Die Mutter Erde dreht sich so schnell. Und das ist die Schwerkraft. Und der Sog auch noch ist wirksam. Aber das, desto näher, dass er drauf sitzt, wird diese Kupfer ist auch verzehnt. Ja. Weißpech. Und überall musst du sofort umdenken, Hochzeitstanz der Moleküle. Mhm. Der Schöpfergeist hat auch die höchste Spaßenergie eingebaut. Du musst lachen können, wenn es nicht mehr zu lachen ist. Genau. Und dann gibt es schon wieder eine Umwandlung. Ja, mein Vater hatte zwischendurch einmal eine Wirtschaft drin, die war so dick. Mhm. Und ich konnte so herzhaft lachen. Wir Kinder haben geschaut, der ganze Bauch, alles so. Aber, und ich komme von eins ins Tausendste. Meine Bruder und Schwägerin waren in Himalaya und kaufen sich eine Gebetsmühle. Und die einheimische Jugend dort nimmt eine Kohledose und macht eine Gebetsmühle draus. Ja. Und da ist eine Schnur mit ein bisschen Gewicht und dann kurbeln sie so. Ja. Die denken gar nicht dran, wie wichtig das ist. Ja, und da gibt es auch in Fernen Osten haben so Rosenkränze, wo sie auch so die Kugeln immer so durchlaufen, ohne dass sie irgendwie. Das ist angeboren an jeden Menschen, ja. Ne? Und jetzt, ich gehe so gleich mal, das interessiert mich. Da ist das so. Das soll ich dir nicht glauben, was da los ist. Dieses Drehen geht der ganze Körper mit. Mhm. Wenn du geistig auch noch untersuchen willst, da schon her. Die Bewegungsenergie durch diesen Blödsinn ist es nicht. Die gehen auch bei ihrer, da haben sie so gehen alle vorbei und kurbeln diese Gebetsmühlen wieder. Ja, ja, ja. Das kennst du alles. Das ist Wahnsinn. Oder ne? Ich bin mit einem ganz Bergsteiger in Verbindung, der ist zwar jetzt hier, aber der war 30 Mal auf dem Himalaya, ist Bergführer. Mhm. Auch in Afrika am Kilimanjaro und auch in Südamerika in die Anden. Mhm. Und da ist ein war Schüler seinerzeit, die sind da, ich wusste vor 45 Jahren schon von die Untertassen in Patagonien. Mhm. Und zwar ist da Österreich rübermarschiert, kommen herunter und da ist eine Siedlung, lauter deutsche, bayerische Häuser und alle sprechen Deutsch. Ja, was ist da los? Mhm. Und ich habe, da gab's, war ich ein paar Sektenzuhörer und der Prediger sagt, ach, ich habe schriftlich auch einen amerikanischen Präsident. Der hat offen gesagt, ich habe schriftlich diese Untertassen, die sind da. Wahnsinn. Und trotzdem wurde es immer wieder unterdrückt. Und ich hatte das dann und die Aussage von Viktor, wo ich auch, ich glaube, ich habe da schon sowas gegeben, so eine Kopie
von Gespräch für Südamerika, meine Freunde, nicht? Mhm. Und ich habe dann verfügt und gebe es auch. Auch in Jörg, die hatten ja Redeverbot. Ja. Ich konnte die Goschen nicht halten. Ich habe es gesagt. Ihr werdet staunen, was die unter das noch mit uns vorhaben. So. Spannend. Aber jetzt kann ich hier.